Hallo zusammen, hier ist wieder Tella und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es insgesamt um drei Toys und alle diese drei Toys kriegen wir über das Sonnenwendfest. Das Sonnenwendfest erstreckt sich im Jahr 2022 vom 21. Juni bis zum 5. Juli. Und das Ganze ist jetzt 2022 das erste Mal reingekommen mit diesen drei Toys. In den nachfolgenden Jahren, falls ihr das Video später schaut, kriegt ihr aber diese Toys selbstverständlich auch noch. Da kann es dann aber sein, dass die Tage sich ein bisschen verschieben. Einfach hier im Kalender gucken, da wird es dann eigentlich relativ schön angezeigt, wann das Ganze ist. Die drei Toys finden wir dann einmal hier in der Toybox. Und zwar einfach Sonnenwend eingeben und dann haben wir hier einmal neu feuriger Feuerstab des Sonnenwends. Dann haben wir isolierte Tanzschuheinlagen und dann haben wir als letztes sommerliche Kohlpfanne noch. Und diese können wir uns in jeder Hauptstadt einfach bei den Händlern kaufen. Jetzt zum Beispiel hier in SW sind wir hier unten bei den Koordinaten 47, 71. Und dort haben wir eine Händlerin, die schimpft sich auch Sonnenwendversorgerin. Also die hat gar keinen eigenen Namen, sondern sie ist einfach nur die Sonnenwendversorgerin. Und die verkauft uns dann diese drei Toys. Das erste kostet 50, 100, das zweite und das dritte 150. Heißt, wir brauchen insgesamt 300 Marken, um uns alle drei Toys kaufen zu können. Diese Marken schimpfen sich Brandblüten und die könnt ihr nur während des Sonnenwendfests farmen. Zusätzlich gibt es natürlich hier einen Haufen anderer Items wie T-Mog, noch viele andere weitere Toys, die ich euch schon in den vergangenen Videos vorgestellt habe. Noch mehr Pets, komisches Barfood, was kein Mensch braucht. Und dann zusätzlich gibt es hier noch ein bisschen Heirloom-Items, die man quasi benutzen kann, um seine Erbstücke einmal ein bisschen upgraden zu können. Ist relativ teuer, würde ich empfehlen, eher für Gold zu kaufen. Aber wer lieber Marken farmt, kann das natürlich gerne auch machen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Toys an, beziehungsweise erzähle ich euch, wie man die Marken am besten farmen kann. Ihr habt natürlich einmal die Möglichkeit, hier verschiedene Daily-Quests zu machen. Es gibt hier Zurückschlagen Daily-Quests. Da müsst ihr dann einfach immer irgendwo auf der Welt quasi so einen Wasser- oder so irgendeinen Elementar beschwören und den töten. Es gibt immer 10 Marken. Ist eine relativ dankbare Angelegenheit, kann man jeden Tag einmal machen. Dann gibt es die Möglichkeit, in den Hauptstädten gibt es dann jeweils hier Fackel fangen und Fackel werfen. Bei Fackel werfen muss man halt hier einfach jeweils auf so eine Säule diese Fackel schmeißen, kriegt man dann ins Inventar. Und immer wenn so eine Säule aufblinkt, kann man die hinwerfen und Fackel fangen. Naja, du wirfst eine Fackel los, musst dann immer hier auf den Boden gucken, wo der Schatten ist, fangen, das musst du 10 Mal wiederholen. Ne? Dafür gibt es, glaube ich, jeweils 5 Marken. Genau. Und das könnt ihr dann täglich machen, bringt einiges an Marken ein. Oder ihr fliegt ein bisschen rum und zwar gibt es in den ganzen verschiedenen Gebieten immer Feuer. Es gibt meistens, wenn sowohl in dem Gebiet Horde als auch der Allianz vertreten ist, ein Allianzfeuer und ein Hordenfeuer. Wenn ihr als Allianzer das Hordenfeuer löscht, kriegt ihr, glaube ich, 10 Marken und wenn ihr das Allianzfeuer ehrt, kriegt ihr 5. Ne? Als Horde ist es halt genau andersrum. Heißt, wenn ihr ein bisschen durch die Gebiete fliegt, kriegt ihr da eigentlich einiges an Marken zusammen. Ich habe hierfür das Add-on Candy Buckets. Das zeigt bei allen möglichen Events, so wie im Sonnenwendfest oder auch die Urahnen oder auch diese Candy Buckets, davon kommt auch der Name im Schlotternächten, diese Dinger an auf der Map, die kann man einfach abfliegen und wenn man sie aufgemacht hat, sind sie auch weg, dann kann man sich das so ein bisschen merken, wenn man das vielleicht auch mit mehreren Twinks macht, um sie die Pets zu farmen. Genau, also das kann ich empfehlen, gibt es aber auch noch viele andere Addons. Übrigens, wenn ihr von den Hauptstädten die Flammen löscht, da gibt es eine Quest für, die bringt 25 Marken, also nach OG reinzufliegen, Thunderbluff oder wo auch immer, ne, könnt ihr natürlich ein paar mehr Marken mitnehmen. Kann man sich überlegen. Die gibt es eigentlich in allen möglichen Expansions und da einfach ein bisschen rumfliegen, dauert auch nicht sonderlich lange, um sich 300 Marken zusammenzufahren. Gut, soviel dazu, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Toys dann noch im Detail an. Fangen wir mal mit den isolierten Tanzschuheinlagen ein. Wenn wir das drücken, dann fangen wir an zu tanzen und so ein Feuer ist unter uns. Sieht ganz cool aus. Leider, wenn wir uns bewegen, ist auch die Flamme weg. Ne? Das ist ein bisschen schade, hat keine Abklingzeit, können wir durchgehen benutzen. Dann sommerliche Kopfpfanne. Wenn wir das benutzen, dann knien wir nieder. Und auf unserem Kopf ist ein Feuer und das kann anscheinend zum Kochen benutzt werden. Ne? Also andere Leute können quasi das zum Kochen benutzen. Man selber anscheinend nicht gut, macht auch keinen Sinn. Mit den Händen dann auf dem Kopf auf der Platte da rumzumachen, ist wahrscheinlich eher gefährlich. Und dann haben wir noch das letzte Toy, Feuerstab des Sonnenwendfests. Und das ist eigentlich ganz cool. Da kriegen wir dann so leuchtende Hände und das hält eine Viertelstunde und damit können wir auch rumlaufen. Und ihr seht, da ziehen wir dann auch so Feuer nach. Das ist eigentlich eine relativ nice Sache. Hält eine Viertelstunde, hat eine Viertelstunde Abklingzeit. Könnte man sich in den Makro binden und hat dann die ganze Zeit durchgehend so brennende Hände, wenn man da Bock drauf hat. Ne? Also kann man sich überlegen. Also das könnte man tatsächlich vielleicht mit dem einen oder anderen
krassen Feuertransmog verbinden. Ich denke da gerade so ein bisschen an den Dunkeleisenzwerg. Ah, ich sehe gerade, wenn ich eine Reisegestalt gehe, ist es leider weg. Sad life as Druid, ich sag's euch. Naja gut, man kann nicht alles haben. So, das waren die drei Toys, die neu dabei sind. Wie gesagt, wenn ihr zu den älteren Toys die Sachen sehen wollt, da habe ich auch schon in den vergangenen Jahren Videos gemacht. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Chiller, bis dann. Ciao.